Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von OMSI, von dem Omnibus Simulator. Und wir sind jetzt, ja, auf der Map oder der All-in-One-Map Landkreis Wehlen. Und sollte ich mich immer noch ein bisschen kränklich anhören, ja, das ist nämlich auch der gleiche Aufnahmetag wie schon die erste OMSI-Aufnahme, deswegen. Seid es mir verzeiht, wenn ich mich noch ein bisschen verschnupft anhöre. Ich muss noch ausschildern. Wir fahren nämlich auf der 154 fahren wir. Das heißt, das muss ich noch mal eingeben. Und das ist Route, glaube ich, war das Route 2. Steht über Chemnitz. Was steht da? Das wäre 1. Wahl steht über Chemnitz, wäre 1. Gut. Also 01. Wahlstedt. Und da steht dann jetzt hoffentlich das Richtige. Wahl steht über Chemnitz. Ja, und schon der Erste, der einsteigen will. Komm doch rein, junger Mann. Wir fahren heute bei einem eher winterlicheren Wetter und deshalb, ja, hoffe ich mal, das wird alles so seinen Gang gehen. So, dann wollen wir mal die Kameras alles mal so ein bisschen einstellen hier. So, die Fahrgastbeleuchtung muss noch an. Genau, ja, jetzt ist gut. Jetzt sitzen die auch nicht mehr im Dunkeln. Die Heizung, Klimapost-Temperatur 10 Grad. Das ist kalt hier drin. Deswegen mal. So. Müssen wir dann so machen. Machen wir mal so. Und dann noch 3 Minuten und 7. Ich spule jetzt mal nicht vor, sondern ich fahre dann einfach ein bisschen früher los. So, habe ich jetzt alles. Ich will es hoffen. Die Scheibenwischer waren, glaube ich, B, ne? Das war. Ah, W. In Ordnung. Oha. Das wird auf jeden Fall interessant. Ja, dann gucken wir mal. Das ist ein hinter uns. Hinter uns ist einer, glaube ich, ne? Ja, hinter uns ist einer. Das ist, glaube ich, den Wagen, den wir ablösen. Ja. Noch 2 Minuten 9. Ich würde sagen, mit 2 Minuten fahren wir los, weil die Zeit werden wir auf jeden Fall brauchen. So. Ja, von daher, da das jetzt derselbe Aufnahmetag ist, weiß ich natürlich nicht, wie die erste Aufnahme vom OMSI angekommen ist. Ich hoffe doch sehr gut. Und wolltet ihr Map-Vorschläge oder Fahrzeugvorschläge haben, mit was ich hier rumfahren soll, dann sagt es mir. Ich bin da sehr offen, weil mir auch irgendwann die Ideen wahrscheinlich ausgehen werden. Deswegen bin ich da für jeden Vorschlag offen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt gerade einfach mal los. Wir fahren Wahlstedt über Chemnitz. Das heißt, wir müssen jetzt hier nach links. Aber stopp. Aufpassen, dass nichts kommt. Boah, ist aber glatt hier.
Hallo. 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 So, guckt, ob ihr auch eine Fahrkarte haben wollt. Sieht nicht so aus. Gut. Trotzdem haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit hier. Das heißt, ich kann da noch ein bisschen quatschen. Ich kenne die Map in der Hinsicht nicht. Es war jetzt auch ganz schön kompliziert. Denn letzten Endes hier die richtige Auswahl zu treffen mit Map und nicht mit Map, mit Linie und Zeit und hast du nicht gesehen. Es war ganz schön aufwendig. Aber ich hoffe mal, dass das alles gut laufen wird, dass ich keine Probleme haben werde. Und wenn doch, dann ist es eben so. So, dann mal weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also eine Tour soll 15 Minuten dauern. Oh Gott. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts um die Ecke gescheißert. Okay, wir sollen weiter geradeaus. Alter, ich sehe nichts. Hä, wo soll ich lang? Ach so, da lang. Ja. Bleibt doch. Da die nächste Haltestelle. Ich bin begeistert. Was? Ist da jemand in uns reingefahren oder warum maulen die rum? Ist doch nix. Aber gut, da kommen ja sofort neue Fahrgäste. Das ist überhaupt kein Problem. Hallo. Hallo. Wahrscheinlich, dass die alle keine Fahrkarte haben wollen, aber gut. So, die latschen jetzt wahrscheinlich alle zurück. Ja. Gut, machen die eben einen kleinen Spaziergang. Ist doch auch in Ordnung. Ich habe mir natürlich auch die besten Wetterverhältnisse jetzt ausgesucht. Ach, wie geil. Da kommt jetzt gleich was. Ach, wie geil, bitte. Die Map ist einfach klasse. So, hoffe, da kommt jetzt auch was. Pff, ja, okay. So, und sonst was Neues? Mist, ich muss gleich husten. Doch mittlerweile geht unser Vorsprung gleich flöten. Das ist nicht so gut. Oh Mann. Wie sieht's hinter uns aus? Ach, das geht ja noch. So. Durchpreschen kann ich auch nicht. Das heißt, wir müssen warten.
Schloss um 19:46 Uhr. Das heißt, wir hätten noch gut 2 Minuten. Fast 3, aber trotzdem. Ja, nicht, dass das jetzt ein Bug ist und da kommt jetzt nichts. Doch nix. Doch da. Weißt du, 50 Meter davor oder 5 Kilometer davor geht hier schon die Schranke runter. Da hätten wir aber noch drüber gekonnt. Naja, gut. Solange die dann auch nicht gleich noch 5 Minuten unten bleibt, während die schon vorbeigefahren ist. So, da kommt sie doch. So. Die Deutsche Bahn hat wahrscheinlich Verspätung. So wie wir jetzt auch. Gleich schon 2. So, wir können weiter. Ich sollte vielleicht nicht ganz so schnell fahren. Ich habe schon erwähnt, dass ich hier nichts sehe gerade. Aber die Atmosphäre ist gerade sehr geil. Puh. Hinter mir ist eine riesige Autoschlange. Das ist nun mal so. Oh, auf die Rückfahrt freue ich mich dann schon. So, geht's ja dann jetzt auch mal. Ja, jetzt ist hier Wechsel. Ich wollte gerade sagen. Halten Sie die Tür auf und aussteigen. Ach, ist ja halt die Klappe. Kommt nach vorne und macht das besser. Es soll nun mal die schwierigste sein und ich habe mir auch die schwierigste Bedingung ausgesucht. Bei Schnee. Das ist nun mal so die härteste Prüfung. Vielleicht nicht gerade gut als Anfang eines Let's Plays, das ist ja immer jetzt schon Folge 3, aber... Also ohne ist das ja nicht, ne? So, da sind wir jetzt beim Schloss. Nein, die hauen alle nicht ab, weil... Nein, die hauen alle nicht ab, weil sie Angst haben oder so. Nein, die wollen alle an einer Haltestelle raus. Bei mir ist das total sicher. Werdet ihr schon sehen. Ne? So. Dann mal weiter. Ich suche noch Fernlicht. Ich weiß gerade, nee, das war F, ne? Ja, so. Jetzt sieht das Ganze doch schon ein bisschen anders aus und wir müssen jetzt nach rechts.
Das fährt ja, aber das ist ja unglaublich. Ja, immer nur meckern können die. Das ist auch der Grund, warum ich Omsi meistens nicht so gerne spiele, weil ich die Fahrgäste immer so doll beschweren. So, Chemnitz Nord. Hallo. Aber noch relativ pünktlich unterwegs. Hallo. So, hallo. Guten Tag. Abend. So, und zurück. Na komm, fahr. Gut, dann ich. So, da die nächste. Hallo. Hallo. Gut, ist jetzt nicht perfekt eingeparkt, aber naja, was soll's. Abend. So, ich markiere dann schon mal so. Ich presche jetzt einfach mal vor. Jetzt hätte ja eigentlich nur noch, dass ich einen Unfall baue. Das wäre jetzt so das A und O. Okay, das geht gut. Geh rüber. Alter. Was soll ich denn hier lang? Da lang. Also, da lang. Oder was? Wie, oder was? Hä? Was, wo bin ich denn jetzt? Da lang, oder was? Das Restaurant und dann da lang. Ach so, okay. Gut, sag das doch. Ja, wenn ich hier von aussteige. Machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Ich glaube, bei uns ist gerade die Elektrik ausgefallen. Ja, irgendwie ist bei uns gerade die Elektrik ausgefallen. Okay. Gut, dann steigt mal aus. Hi, die können gar nicht. Alter, was ist denn hier passiert? Darf ich die Folge jetzt abbrechen oder was? Tja, die komplette Elektronik ist ausgefallen. Aber warum? Ja, Mensch. Was mache ich denn jetzt? Ich kann die nicht rauslassen. Mach mal hier
einmal meine Lampe hier aus. Meine Schreibtischlampe. Ja, dann würde ich sagen, geht's weiter. Also wenn ihr jetzt gerade hier nichts seht auf YouTube, das, kann ich leider nicht mitnehmen. Nö, kann ich nicht. Ja, dann tschüss, auf Wiedersehen. Was ist denn hier? Alter, wo soll ich denn jetzt lang? Route 3. Ich soll da lang. Oh Gott. Okay, dann da lang. Dann da lang. Hä? Wo will er denn hin mit mir? Wall steht Ost. Heißt, ich bin noch gar nicht, was soll denn da lang? Okay, ich bin raus. Ich glaube, ich, brech an dieser Stelle einfach mal ab. Das war das Omsi-Let's Play für heute. Bisschen unterhaltungswert hatte das ja hier jetzt schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und dann versuche ich mal ein bisschen einfacher zu fahren. Okay? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!